Wege und hoffe auf ihn. Er wird das wohl machen. Wir sollen auf Gott hoffen, auf Gott vertrauen. Ja, wenn wir fragen oder was möchten, er sagt, er wird uns was geben und er wird auch, das ist ein Versprechen. Aber wir müssen auch nicht vergessen, dass das, was wir vielleicht heute wünschen, das wird das nicht heute, das werden wir auch heute nicht bekommen, aber ja, in der Zukunft. Vielleicht leiden wir eine Krankheit und wir werden nicht geheilt. Aber wir wissen, ein Tag, wenn wir mit Gott im Himmel sein werden, in dieses ewige Leben, da werden wir die Heilung bekommen. Da werden wir vielleicht das, was wir nicht hier jetzt gerade erleben, aber das werden wir dort mit ihm erleben. Und das ist, darauf sollen wir uns freuen, da sollen wir uns an das Vertrauen, an dieses Gotteswort vertrauen. Wir sollen uns nicht vergessen, dass unsere Zukunft viel größer, viel wichtiger ist als unsere Gegenwart jetzt heute und hier auf Erden. Das ist, und da liegt unsere Freude, unsere Zukunft. Ja, vielleicht freuen wir uns nicht so oft, wie wir denken, wie die anderen sich freuen, die Gottlosen, wie sie sich, ja, alles gelingt, alles geht gut und uns geht es nicht so gut, uns ist es so schwierig. Ja. Wir sollen aber nicht vergessen, was wir hier gerade gelesen haben. Sei nicht neidisch und zürne dich nicht. Ja. Gottes Wege, die sind besser. Und darauf sollen wir glauben. Die Apostelgeschichte sagt Johannes, ja, er sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde, die Gott für uns vorbereitet hat oder vorbereitet. Und das werden wir bald erleben können. Diese Verheißung Gottes, die werden wir bald erleben. Vielleicht jetzt nicht hier, so wie wir es vielleicht wünschen, aber wir sollen auf Gott vertrauen. Seine Wege sind die besten Wege für uns. Und das ist nicht so einfach manchmal, so zu sagen oder so zu leben, aber das sollen wir auch auf Gottes Hände legen und sagen, Gott, ich vertraue auf dich. Ich gebe alles, was ich habe, meine Träume, meine Wünsche in deine Hand und mache du das Beste damit. Ja, und vertraue auf Gott. Und er wird das Beste für uns geben, schenken. Und das ist für uns als seine Kinder ein Geschenk, der er für uns schon vorbereitet hat. Und das will er uns schenken. Das hat er für uns schon da. Wir sollen zu ihm kommen. Und ja, total, 100% ihm sagen, ich vertraue meine Wege, ich gebe meine Wege in deine Hände, Vater. Und dann können wir es heute auch schon erleben, diese Freude, diese Friede in unseren Herzen. Und das ist mein Gebet, damit wir, wenn wir auch diese Fragen haben, so wie David, so wie Asaf, so wie andere, vielleicht auch in der Bibel hier, kommen diese Gedanken, warum geht es den anderen so gut und mich so schlecht, ja, dann sollen wir uns immer erinnern an das, was wir gerade hier gelesen haben. Sei nicht neidisch, entzürne dich nicht, sondern habe Lust auf den Herrn. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht, wie viel dem Herrn deine Wege, und er wird es wohl machen. Amen. Vater, wir danken dir. Wir danken für dein Wort, für dein wahres Wort, dein lebendiges Wort. Wir danken, dass wir auf dieses Wort vertrauen dürfen. Wir danken dir, dass du, ja, dass wir deine Kinder sind. Ja, und du hast das Beste für deine Kinder vorbereitet. Wir danken dir für unser Leben. Wir danken für diesen neuen Tag, dass du uns schenkst. Und wir möchten diesen neuen Tag mit dir gehen. Lass uns nicht unsere eigenen Wege gehen. Wir möchten gehorsam sein. Wir möchten deine Stimme hören. Wir möchten uns freuen mit das, was du uns heute gibst. Wir möchten nicht neidisch sein, wir möchten nicht zornig sein. Gib uns ein Herz, der Freude hat, mit was die anderen auch haben, Freude haben mit das, was wir haben. Lieber Gott, wir danken dir. Wir wollen heute diesen Tag in deine Hände geben und du wirst das Beste daraus machen. Wir wollen am Ende des Tages zurückschauen und sagen, danke Vater, danke, dass du ja, mich in diese Situation geholfen hast. Dass du mich die richtige Entscheidung gegeben hast. Ja, und wir möchten diese Wege gehen, die du uns für uns hast. Wir freuen uns schon mit dieser Zukunft, die wir einen Tag mit dir erleben haben. Da, wo wir ja, kein Leid haben werden, da, wo wir keine Schmerzen haben, da, wo wir im Frieden
Freude haben werden, komplette. Ja, da werden wir keine Ängste haben. Dann werden wir mit dir zusammen sein. Und ja, das ist das größte Geschenk, das du für uns vorbereitet hast und uns geben kannst. Und wir glauben, wir vertrauen an dein Wort. Und sei mit Vater, sei du mit uns heute, diesen Tag. Nochmals, gib uns Kraft, deine Kraft, gib uns deine Freude. In Jesu Namen. Amen.